Du bist etwas müde heute. Nur schlecht kannst du dich konzentrieren. Bei deinen Schreibarbeiten machst du immer wieder neue Fehler. Dabei bemühst du dich sehr, die Worte und Zahlen richtig zu schreiben. Es will aber nicht klappen. Auch zum Lesen hast du keine Lust. Du schaust auf das neue Buch, das vor dir liegt. Auf dem Umschlagbild siehst du einen Strand und das Meer. Kinder haben ein Floß gebaut und schieben es gerade ins Wasser. Bestimmt werden sie in dem Buch ein tolles Abenteuer erleben. Du schließt die Augen und denkst an das Bild mit dem Floß, den Kindern und dem Meer. Dann stellst du dir vor, du liegst auch auf einem Floß. Ruhig liegt es im Wasser. Und ruhig und langsam und gemütlich treibt es nun mit dir übers Meer. Die Sonne scheint und wärmt deinen Bauch. Du machst es dir bequem. Deine Arme und Beine sind schwer. Dein ganzer Körper ist schwer. Deine Arme und Beine sind warm. Dein ganzer Körper ist warm. Gleichmäßig geht dein Atem im Rhythmus der Wellen, die an den Floß schwappen. Hin und her gehen die Wellen und ein und aus geht dein Atem. Gleichmäßig und ruhig. Hin und her. Und ein und aus. Du bist ganz ruhig und entspannt. Langsam treibst du mit deinem Floß den Horizont entgegen. Du genießt die Fahrt, schließt deine Augen und träumst dich ans Ziel deiner Reise. Wo möchtest du landen? Vielleicht auf einer einsamen Insel mitten im Meer? Oder vielleicht auf einem fremden Kontinent? Im Märchenland oder in einem Abenteuerland? Träume noch ein Weilchen von deiner Fahrt übers Meer. Merkst du, wie schwer und warm deine Glieder sind? Spürst du, wie ruhig und gleichmäßig deine Atmung ist? Fühlst du, wie ruhig und entspannt du bist?
Nun wird es Zeit, zum Ufer zurückzukehren. Du wendest dein Floß und paddelst ans Ufer des Sandstrandes zurück. Heftig ruderst du mit Armen und Beinen im Wasser. Da, schon landet dein Floß im warmen Sand. Du reckst und streckst dich und stehst auf. Entspannt und frisch fühlst du dich nun. Und entspannt und frisch und wach setzt du dich wieder an deine Schreibarbeiten.